So, hallo aus Stepansminder oder wie man hier sagen würde, Kasbeki. Hier verbringen wir unser Wochenende und zwar ist das mitten in den Bergen. Unter anderem befindet sich hier auch der höchste Berg Georgiens und zwar der Kasbeki, der über 5000 Meter hoch ist. Und wir haben hier wirklich eine sehr schöne Ferienwohnung mit einer super Aussicht auf die Berglandschaft und da sind wir auch extrem dankbar für und freuen uns ziemlich. Und wir werden hier viel wandern gehen, draußen sein und dahin nehme ich euch natürlich wieder mit. So, wir werden jetzt mal ein bisschen hier die Stadt erkunden bzw. das Umliegende. Wir wollen genau da hinten hin zu diesem Wald und mal schauen, was es da so zu sehen gibt. Also es ist hier auf jeden Fall viel windiger als in Tiflis. Ich hoffe, dass man mich überhaupt versteht. Ich würde dir gerne was zu essen geben. Ich habe leider nichts. I'm sorry. Oh, der ist echt süß. Wir müssen echt mal Hundefutter kaufen. Ja, hier sind nämlich überall Straßenhunde. Und die sind immer ganz lieb. Fast immer. Aber die meisten sind sehr lieb auf jeden Fall. Vom Wald aus sieht man den Mount Kasbek. Ein ruhender Vulkan, über dessen Gipfel die Staatsgrenze zwischen Georgien und Russland verläuft. Wir haben jetzt hier oben noch ein bisschen Pause gemacht. Ich bin noch mit der Drohne rumgeflogen und jetzt gehen wir wieder nach Hause, nochmal einkaufen und uns dann ganz gemütlich entspannen, weil der Tag dann doch recht anstrengend war mit früh aufstehen und langer Fahrt und so weiter. Guten Morgen, es ist jetzt der nächste Tag und heute werden wir zur sogenannten Gegetia Dreifaltigkeitskirche wandern. Da läuft man so circa 90 Minuten hin und dann 90 Minuten wieder zurück. Und mal schauen, wie das so wird, weil der Höhenunterschied 1000 Meter sind. Also wir müssen einfach 1000 Meter nach oben und dann 1000 Meter wieder nach unten. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und werde auf jeden Fall wieder einige Aufnahmen machen und mit der Drohne rumfliegen. Und was ich gestern vergessen hatte dazu zu sagen, ist, dass Stepansminder wirklich ganz, ganz dicht an der russischen Grenze dran ist. Also wenn man jetzt die Straße, von der wir gekommen sind, einfach 20 Minuten weiterfährt, dann ist man direkt schon an der russischen Grenze, was ich ziemlich bemerkenswert finde, irgendwie so dicht an Russland zu sein. Also ich könnte jetzt auch zu Fuß 2 Stunden in die Richtung spazieren, dann wäre ich einfach an der russischen Grenze. So, jetzt geht's gleich los. Und zwar geht es, wenn man hier aus dem Fenster von unserem Schlafzimmer schaut, genau da hoch auf diese Kirche. Ich zoome mal ein bisschen ran. Da hoch geht's. Thank you.
Ich habe gerade beim Drohnefliegen eine Meldung bekommen, dass die SD-Karte voll ist. Dann wollte ich steunigst natürlich wieder zu mir zurückfliegen und bin einfach in die Bäume reingeflogen, weil ich rückwärts geflogen bin. Und die ist jetzt einfach abgestürzt. Ich probiere sie jetzt zu holen. Die ist irgendwo da oben hinter dem Hügel. Hier oben sind gar keine Bäume. Also ist meine Vermutung, dass die jetzt, weil ich so hoch war, da hinten reingeflogen ist in die Bäume. Und das ist ganz schön tief. Shit. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo das GPS-Signal ist. Und probieren, die zu holen, weil ich muss die Drohne holen. Ich kann die da nicht liegen lassen. Das ist so anstrengend. Oh mein Gott. Es ist so steil und ich habe die ganze Zeit Schiss, weil man weiß ja nie beim Berg nicht, dass da irgendeine Spalte, Felsspalte ist, die ich nicht sehe. Und das ist echt ganz schön hoch. Das ist ganz schön hoch. Ich hoffe, ich finde jetzt hier schnell die Drohne und kann wieder runter. Da liegt sie. Ich weiß nicht, ob man sie sieht da. Also die Drohne sieht zum Glück noch gut aus. Der Akku ist leider ein bisschen angeschmort. Den werde ich dann wahrscheinlich vielleicht eher nicht mehr benutzen. Mal schauen. Ich schaue mir das nochmal genau an. Aber die Drohne scheint noch in Ordnung zu sein, zum Glück. Jetzt kann ich endlich den Drohnenshot machen. Das war so steil da oben. Lass mich in Ruhe, liebes Herz. Wir sind jetzt oben angekommen und es ist wirklich eine super schöne Aussicht, aber es war extrem anstrengend. Extrem, extrem anstrengend. Boah. Das ist einfach die Aussicht. Puh. Gleich sind wir auch schon bei der Kirche angekommen. Die Gergetes Sameba, zu Deutsch Gergetia Dreifaltigkeitskirche, liegt unterhalb vom Gipfel des Mount Kasbeck.
Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut und ist die einzige Kuppelkirche im georgischen Gebirge. Wir sind jetzt an der Dreifaltigkeitskirche angekommen. Und von hier aus hat man auch wirklich eine super, super schöne Aussicht. Nicht ganz so schön wie da oben, wo wir vorhin waren, aber trotzdem sehr schöne Lage auf jeden Fall. Und man sieht von hier aus unser Zuhause und das werde ich jetzt mal filmen. Also wir sind hier und unser Zuhause ist das Haus mit dem schwarzen Dach. Wir sind jetzt wieder aus der Kirche raus und werden uns jetzt auf den Heimweg machen, um rechtzeitig zu Hause zu sein. Und dann dort was zu essen und uns zu entspannen und so weiter. Wir sind auf dem Heimweg und haben uns einen ganz speziellen Weg ausgesucht. Das war hier. Wir sind jetzt gut zu Hause angekommen. Die Wanderung war super, super schön und gleichzeitig super, super anstrengend. Ich bin echt teilweise an meine Grenzen gekommen. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt für die Aussicht. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann like es sehr, sehr gerne und schreib mir auch gerne einen Kommentar mit Ideen, was du vielleicht im nächsten Video gerne sehen möchtest oder Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge. Einfach alles in die Kommentare schreiben. Und wenn du mehr solchen Content sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Um immer benachrichtigt zu werden, kannst du auch die Glocke neben dem Abonnierenzeichen aktivieren, damit du immer weißt, wann ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten, bis bald.